Zwiebeln sind gesund und haben zum Beispiel in der Behandlung von Ohrschmerzen oder Husten in der Naturheilkunde einen festen Platz gefunden. Meist werden sie bei uns zum Kochen oder für Salate verwendet. Du kannst sie aber auch sehr lecker sauer einlegen, um daraus schmackhafte Beilagen oder schöne Geschenke aus der Küche zu machen. Grundsätzlich sind alle Zwiebeln geeignet, um sich durch saures Einlegen zu veredeln. Es kommt auf deinen persönlichen Geschmack an und natürlich auch auf die Größe des Gefäßes, in dem du die Zwiebeln einlegen möchtest. Ein großer Rumtopf oder Steinguttopf eignet sich bestens zum Einlegen großer Zwiebeln, währenddessen Marmeladengläser perfekt sind, um kleine Pelzzwiebelchen aufzubewahren. Achte darauf, dass die Zwiebeln keine fauligen Stellen haben und du nirgends Schimmel entdecken kannst. Sie sollten so frisch wie möglich sein und sauber, also keine Erde anhaften haben. Schäle die Zwiebeln sorgfältig und entferne gegebenenfalls die äußerste Schicht, um wirklich einwandfreie Qualität einzulegen. Schon eine schadhafte Zwiebel kann dir ein ganzes Glas verderben. Je hochwertiger der Essig, desto schmackhafter das Endergebnis. Beachte, dass manche Sorten Essig mit Zuckercouleur braun gefärbt werden und dass billiger Essig besser zur Reinigung von Bad und Küche als zum genussvollen Verzehr geeignet ist. Naturtrüber Essig enthält besonders viele natürliche Aromastoffe und wenn du Essig aus kontrolliert biologischem Anbau kaufst, dann kannst du sicher sein, keine Schadstoffe ins Glas zu füllen. Verwende auch keine andere Sorte Essig als die im Rezept angegebene, denn das Aroma des Essigs kann unter anderem stark ausschlaggebend auf den Geschmack des Endproduktes sein. Je besser die Zutaten, desto besser das fertige Produkt. Diese Spezialität passt gut zu winterlichen Gerichten mit Fleisch oder Wild und auch zu Gemüseeintopf mit Kartoffeln und anderem Wintergemüse. Auch als Antipasti sind Balsamico-Zwiebeln sehr beliebt. Du brauchst Zwiebeln schälen und mit allen anderen Zutaten außer den Chilis in einem Topf etwa 5 Minuten köcheln lassen. Die Zwiebeln aus dem Kochsud nehmen und in vorbereitete Einmachgläser oder andere geeignete Behälter füllen. Die Chilischoten zu den Zwiebeln geben. Die Flüssigkeit nochmal aufkochen und mit einer Schöpfkelle in die Gläser über die Zwiebeln gießen. Randvoll mit kochender Flüssigkeit füllen. Fest verschließen und auf dem Kopf stehend abkühlen lassen. Mindestens eine Woche durchziehen lassen, bevor du das erste Glas zum Genießen öffnest. Diese Leckerei passt gut zu Käse- und Grillgerichten, aber auch zu Wildgerichten und Gemüsespezialitäten. Auch die darin eingelegten Knoblauchzehen schmecken lecker. Du brauchst achte auch hier auf die Qualität von Rotweinessig und Rotwein, um ein besonders leckeres Endprodukt zu erhalten. Schäle Zwiebeln und Knoblauch und lasse den Zucker in einem großen Topf leicht karamellisieren. Ist der Zucker hellbraun geschmolzen, gib die Zwiebeln und den Knoblauch hinzu. Wende alles kurz im heißen Karamell und lösche dann mit Essig und Wein ab. Füge die Gewürze hinzu und lasse alles etwa eine halbe Stunde langsam köcheln. Die Zwiebeln sollen weich gekocht sein, aber noch ihre Form behalten. Fülle dann Zwiebeln, Knoblauchzehen und Rotweinessigsud noch kochend heiß in vorbereitete Gläser und verschließe sie sofort. Auf dem Kopf abkühlen lassen und noch ein paar Tage ziehen lassen. Ein schnelles Rezept zaubert eine schnelle Beilage zu vielen Gerichten. Nur wenige Zutaten veredeln schnell Zwiebeln zu einem Mitbringsel aus der Küche. Du brauchst schneide die Zwiebel in ca. 5 mm dicke Ringe und schichte diese in ein Einmachglas oder mehrere Marmeladengläser. Koche Essig, Wasser, Zucker und Salz zusammen auf und gieße den kochenden Sud über die Zwiebeln. Achte darauf,
dass die Zwiebeln komplett bedeckt sind und das Glas randvoll ist. Mindestens einen Tag ziehen lassen. Je nach deiner Kreativität und persönlichem Geschmack kannst du dieses Grundrezept abwandeln, indem du Gewürze und Kräuter hinzufügst, Lorbeeren, Lorbeerblätter, Pfefferkörner, Senfkörner, Thymian oder Rosmarinzweige, frische Petersilie. Punkt, Punkt, Punkt.